Herzlich willkommen in meinem Workshop-Raum. Heute zeige ich euch mal ein paar von den Dingen, die ich in den letzten Tagen gebastelt, angefertigt habe. Bei mir ist schon ein bisschen Weihnachtliches eingezogen. Ich habe zum Beispiel diese süße, jetzt kommt ein bisschen dichter, diese süße kleine Box, offener Geschenkkorb nenne ich das, angefertigt, dazu auch eine Anleitung gemacht. Die findet ihr auf meiner Homepage. Dazu die leckeren köstlichen Lebkuchen und ja, ich war wirklich fleißig. Ich habe auch ganz viele tolle Karten gemacht. Ich habe hier wunderschöne Weihnachtskarten. Schaut mal, mit der Glocke als jetzt die Folie drum, damit sie ein bisschen geschützt sind, aber als, muss man andersrum, als Schüttelkarte, dann auch mal ganz dezent eine Weihnachtskarte mit Gold und Weiß. Da habe ich eine ganze Menge von angefertigt. Ich habe hier hinten ja meinen Kartenständer und die will da nicht rein. Habe hier was in Blau, in Abendblau mit Schneeflocken, wunderschön, mit einem kleinen Tannenbaum. Das sind Karten, die ich jetzt so gemacht habe in ein oder auch mehreren Stückzahlen, die findet ihr in meinem Online-Shop natürlich. Ich habe einen Online-Shop, das wissen die meisten ja auch. Der ist nicht mega gefüllt, aber so nach und nach stelle ich da immer Sachen rein und ich gucke gerade darüber. Mein kleiner Hund guckt hier um die Ecke, wer hier spricht. Ich habe einen Cockerspaniel, der ist Frieda. Frieda! Na egal, sie guckt da jetzt gerade, hat er irgendwas gehört und das hatte mich irritiert, weil ich es im Augenblick gesehen habe. In meinem Online-Shop sind natürlich nicht hunderte Sachen drin, die ich habe. Ich habe hier so eine wunderschöne Verkaufsecke in meinem Workshop-Raum und habe auch ganz toll, das gefällt mir auch besonders gut, das habe ich neulich auch als Anleitung gemacht, diese kleinen Gutscheinhüllen, die sind großartig. Ich habe praktisch eine Steckhülle, muss man in der Hand nehmen, eine Steckhülle und dann ein Kärtchen, was ich reinstecken kann und habe dann eine Gutscheinverpackung und kann aber auch in das Kärtchen, ich nehme mal das Kärtchen nochmal raus, also die Hülle, die Steckhülle, habe dann das Kärtchen und habe in dem Kärtchen auch noch so kleine Täschchen, wo ich Geld reintun kann und kleine Goodies verstecken kann. Ich denke mal, da werde ich ein paar mehr von anfertigen, die sind nicht im Shop zu finden, aber ich kann mir vorstellen, dass ich diese dafür dann auch fertig mache. Aber nur, dass ihr mal seht, was ich so alles auch gemacht habe. Total süß. Der wirkt natürlich in der Vorführung viel besser. Mein kleiner Adventskranz to go. Wenn man die aufschiebt, der Deckel, ich leg mal die Box weg und zeig mal den Deckel. Der Deckel an sich ist schon total cool, weil das gar nicht geklebt ist. Es ist ja einfach nur ein Papier, was durch die Faltung, das Ineinanderstecken, hält. Total mega ist das. Und da draus kam mein kleiner, ich muss es einmal kurz hochnehmen, mein kleiner in die Hand, damit ihr es sehen könnt. Mit meinem, ein kleiner, mal gucken, ob ich es kippen kann, damit die Zahlen hier nicht abgehen. Ein kleiner, auf dem Tisch ist es immer einfacher, aber ihr seid jetzt auf dem Stativ drauf, deswegen kann ich das Ganze sagen. Ein kleiner Adventskranz mit Teelichtern. Das habe ich auch als Anleitung fertig gemacht. Also wer das nachbasteln möchte, so kann man es gut sehen. Und das Coole ist, wenn ich den Deckel dann aufgefächert habe, kann ich ihn noch als, jetzt habe ich es, als Serviette, kann man es gut sehen, ne? Als Serviette drunter legen und habe einfach was Schönes für meinen Schreibtisch, kann es im Büro meiner Kollegin schenken oder meinen Kollegen und die haben es dann auf dem Tisch und haben einen tollen weihnachtlichen Effekt. Aber das könnt ihr halt auch nachbasteln, das findet ihr als Anleitung auf meiner Homepage unter Anleitung, einige wissen das. Ich habe, ich weiß gar nicht, welche das jetzt ist, die vorletzte, glaube ich. Ich habe jetzt 137 Anleitungen schon gemacht. Das ist eine ganze Menge, es macht mir immer noch ganz viel Spaß. Und genau, da kann man das dann eben halt angucken, nachbasteln. Man kann aber auch einen Termin buchen und sagen, hey, ich habe gar keinen Bock, das nachzubasteln. Ich möchte zu dir kommen, in meinem Workshopraum, zu Besuch. Gibt einen Kaffee oder was anderes Leckeres. Und man kann dann einfach hier kommen und stöbern und ja, bei mir sozusagen persönliches Shopping vereinbaren und
eine nette Zeit mit mir hier haben. Ich habe mein Buch, auch das kann ich ja auch nochmal vorführen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Ich habe ja so schöne kleine Büchlein, die ich mache. Glücksbuch, sage ich dazu. Finde ich was ganz Besonderes. Ich mache es mal auf. Dann kann man die Seiten nochmal sehen. Ich habe das ja auch gepostet bei Instagram, schon über Facebook. Aber live ist es natürlich viel schöner, nochmal zu sehen, wenn ich es aufblätter. Hier kann man es nochmal aufblättern. Ganz viele kleine Seiten, die aufgehen, wo ich Kärtchen reinstecken kann, rausnehmen kann, wo ich Fotos rein basteln kann und so. Und hier ist noch ein Umschlag, wo kleine Goodies rein können und so. Und ich liebe diese Bücher total, weil ich finde, sie sind was ganz, ganz, ganz Besonderes, um das für jemanden fertig macht. Und ich sage im Glücksbuch, ich habe auch eine Mädchengruppe. Ich gebe ja auch an einer Schule Kurse und in meiner Mädchengruppe mache ich auch gerade Glücksbücher und die sind so Zucker geworden, so wie weit wir jetzt eben halt schon sind. Ich habe noch ganz cool einen ganzen Stapel Anhänger gemacht, Weihnachtsanhänger. Ich denke mal, die ziehen morgen oder übermorgen in meinen Onlineshop rein. Ein bisschen die Dichte halten. Schön weiß am Boss, ein bisschen Schnee drauf und so. Finde ich total schick und habe auch nochmal einen Stapel Anhänger gemacht in Creme, also in Vanille mit Gold und das Schildchen, ich leg mal die anderen, ich habe einen Stapel gemacht, das war der Stapel, das Schildchen habe ich praktisch extra angetüdelt. Das heißt, man könnte sozusagen das Schildchen sogar abmachen, nachher, wenn man es geschenkt bekommen hat und das dann noch als Dekohänger irgendwo hinhängen. Das ist bei der Schneeflocke hier auch so. Kann man abmachen, kann man als Deko hinhängen, man kann es natürlich aber auch so lassen. Das fand ich auch total nett, dass man ja auch einfach schöne Anhänger hat. Dann habe ich noch wunderschön Schüttelanhänger gemacht, mit durchsichtig, auch mal was ganz Nettes. Gefiel mir auch sehr gut. Habe noch hier einen zweiten mit Gold und mit dem Weihnachtsmann, mit goldenen Glitter. Das spiegelt sich da jetzt ein bisschen in der Kamera, aber so kann man es ganz gut sehen. Auch eine ganz, ganz feine Sache. Da mache ich vielleicht, gibt es noch nicht, vielleicht auch mal eine Anleitung zu. Und habe hier halt sehr viele schöne Sachen. Kann hier immer drin sein, immer mich beschäftigen mit den Dingen und liebt das einfach hier zu sein. Ich freue mich, wenn ihr mir zuhört, zuguckt, wenn ihr euch meine Anleitung anguckt, wenn ihr mir Feedback gebt, wie euch die Anleitung gefallen, wie euch mein Workshop-Raum gefällt, wie euch meine, ich zeige ja auch Videos mit Tipps und Tricks und Dice und so, wie euch das gefällt. Aber ich mag eben halt auch ab und zu einfach mal, wie heute, Hallo sagen und zeigen, was ich so gerade gemacht habe. Beim nächsten Mal zeige ich euch mal was vom Schmuck. Ich fertige ja auch Schmuck an. Ich kann euch ja nochmal, statt ich nehme es mal hoch und gehe mal gucken, ob man das so sehen kann, nochmal, das habe ich mir in die Hand genommen, kann euch nochmal hier so die Wand auch zeigen. Da sind natürlich auch Armbänder und Ketten, die man bei mir käuflich erwerben kann. Und andere schöne Sachen. Hier liegt noch der leckere Lebkuchen. Habt da halt viele schöne Sachen. Ich stelle euch mal wieder hin, damit ich besser mit euch sprechen kann. Wieder zurück. Jetzt habt ihr meine Haare gesehen, mich nicht, aber jetzt steht ihr wieder, genau. Und finde es einfach klasse, euch das zu zeigen. Und das wollte ich einfach nur machen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und hören. Und lasst mir ein Gefällt mir da, ein Kommentar. Sagt mir, was ihr von mir sehen und hören wollt. Und mal gucken, was ich euch da noch zeige. Bis dann, ciao.